Hallihallo! Ich möchte euch heute nach dem grandiosen Erfolg von The Last of Us den zweiten Teil kurz vorstellen. Da ihr ja den ersten Teil auch auf meinem Kanal findet, dachte ich mir, lade ich nochmal kurz ein Video vom zweiten Teil hoch, erkläre so die Feinheiten, was hat sich getan, technisch gesehen. Und ja, zur Story kurz erzählt, das Spiel wurde lange erwartet, ja. Ellie spielt den Hauptcharakter im Gegensatz zu Joel aus Teil 1. Und ja, wer sich nicht spoilern lassen will, sollte jetzt auf jeden Fall nicht zuhören. Es ist so, dass das Ende von Teil 1 war ja auf jeden Fall so, dass Joel die kleine Ellie 14 Jahre damals gerettet hat, vor ihrem sicheren Tod. Und mit Ellie sollten einfach mal Experimente durchgeführt werden, weil sie nachweislich immun gegen diesen Pilz, in dem es ja in Teil 1 ging, war. Ja, und dieser Pilz hat eben dafür gesorgt, dass der Großteil der Menschheit ausgerottet war, sich verwandelt hat, ja, in andere Gestalten, und deswegen waren Joel und Ellie die beiden, die sozusagen die Rettung der Menschheit darstellen sollten. Ja, und Ellie hatte die große Gabe sozusagen, immun gegenüber diesem Virus zu sein. Das heißt, sie wurde zwar gebissen von einer Gestalt, aber sie hat sich nicht verwandelt, weil sie eine gewisse Immunität gegen diesen Pilz hat, ja, gegen den Befall. Und dadurch sollte sie in ein Labor gebracht werden und behandelt werden, damit daraus dann ein Gegengift oder ja, irgendein Serum halt entwickelt werden kann, so was der Art, dass dieser Pilz sozusagen bekämpft wird. Aber dadurch hätte Ellie sterben müssen, Joel hat sie gerettet, und jetzt sehen wir Ellie hier 5 Jahre später, denn sie ist nicht mehr 14, das kleine Mädchen, sondern sie ist eine erwachsene, taffe Frau geworden, 19 Jahre, kann jetzt noch besser mit Waffen umgehen, und ja, wir spielen sie. Und jetzt kommt der Spoiler, also wer das Spiel von Anfang an spielen will, sollte jetzt nicht mehr zuhören, denn am Anfang des Spiels ist auf ganz dramatische Art und Weise Joel gestorben. Er wurde erbarmungslos gekillt, ja, von Unbekannten, die auch nicht aus Teil 1, ja, bekannt waren, nicht in Erscheinung getreten. Das heißt, es ist bis jetzt noch unklar, woher diese Gestalten, ja, diese Menschen gekommen sind, welchen Plan sie verfolgen und warum sie vor allem Joel so eiskalt, erbarmungslos gekillt haben. Und das auch noch vor den Augen von der Ziehtochter Ellie, ja, diese hier, das rothaarige kleine Mädchen damals, also Teenie-Mädchen mit 14, ja. Das musste Ellie jetzt verkraften, hat sie natürlich echt zu schaffen gemacht. Sie hat Joels Grab gerade besucht, und jetzt geht sie auf die Jagd nach den, ja, nach den Mördern von Joel, ihrem Ziehpapa. Und begleitet wird sie von diesem Pferd und von Dina. Dina ist in dem ähnlichen Alter, glaube ich, wie Ellie. Und ja,
sie haben beide eine gewisse Neigung, das heißt, sie verstehen sich mehr als gut. Gab auch schon wilde Knutschereien und ja, jetzt haben sie sich zusammengetan, zusammengeschworen in großer Liebe und versuchen leidenschaftlich und voller Wut im Bauch die Verfolgung aufzunehmen der Mörder von Joel. Das heißt, sie verfolgen auch den gewissen Tommy. Tommy kennen wir von Teil 1, das ist der Bruder von Joel. Ja? Also gewisserweise der Onkel von Ellie. Und ja, Tommy war live dabei, als Joel gestorben ist. Genau wie Ellie. Und Tommy wurde zusammen mit Joel überwältigt von der bösen Gruppe, die wir noch nicht genauer kennen. Und deren Absichten. Und ja, wir verfolgen jetzt Tommy, der vorweggeritten ist, weil er wollte wahrscheinlich Ellie schützen und sie zurücklassen, damit sie nicht in Gefahr gerät. Und deswegen ist Joel quasi in der Nacht- und Nebelaktion weggeritten alleine und hat sich auf den Weg nach Seattle gemacht. Ja, das Spiel geht jetzt in die Richtung von Seattle. Ist hier in auch verschiedene Kapitel unterteilt. Das heißt, wir haben angefangen mit Jackson, eine wunderschöne malerische Schneelandschaft. Ja? Ein richtig toller Einstieg, bombastische Grafik, viel besser noch, als man sie hier in dem Video sieht. Vor allem mit 4K wieder natürlich unterstützt, also HDR auch. Macht sich natürlich vor allem über eine PS4 Pro hervorragend, aber auch so, ja, bombastisch umgesetzt, grafisch, stilistisch und Storytelling ist eh Last of Us spitzenmäßig, also da ist der zweite Teil nicht schlechter, würde ich sagen, als der erste bisher. Und das Gameplay hat sich nochmal verbessert, finde ich. Es ist alles noch flüssiger geworden. Die Animation, die Übergänge der Filmsequenzen zum Live-Spiel, ja. Und ja, es ist einfach mal ein richtig tolles Spiel wieder geworden. Und wahrscheinlich noch besser und erfolgreicher als jetzt als der erste Teil. Wir gucken mal hier rein. Ich erkläre euch kurz die Menüs. Also wir haben hier wieder Verbesserungen, wie man es aus dem ersten Teil kennt, nur anders grafisch aufgebaut. Man kann sein Medikit zur Heilung erstellen und nutzen, ja. Man kann Molotovs sich basteln. Man kann andere Waffen herstellen, wie auch Nagelbomben später. Dann kann man hier seine Ausrüstung aufrüsten und sich verbessern. Ja. Und hier hat man so gewisse Dinge wie Tagebuch, was jetzt Ellie führt. Das war in Teil 1 noch nicht so. Da können wir halt auch sie begleiten mit ihren Geschichten. Ja, also hier berichtet sie davon, wie Dina krank geworden ist, wie sie an Joel denken muss und ja, wie sie auf der Reise nach Seattle jetzt ergeht. Und zuvor können wir halt auch hier die alten Geschichten noch sehen. Anfangs gab es halt auch noch Joel. Hier wird kurz angedeutet, wie es mit Dina sich entwickelt hat. Wenn aus Freundschaft Liebe wird, ja. Und genau. Das ist ganz nett. Und hier kann man dann auch noch
Karten sammeln. Das ist so analog etwa zu dem ersten Teil, wo man auch Fireflies-Abzeichen sammeln konnte. Das kann man damit ungefähr gleichsetzen. Und ja, dann kann man sich diese hier angucken und durchlesen. Also so ein kleines nettes Zusatzgimmick hier. Ja, ansonsten gibt es 1000 Einstellmöglichkeiten übers Menü. Es gibt das Tutorial, was sämtliche Dinge hier erklärt, von der Steuerung her, von den Möglichkeiten zu agieren. Ja, die Ladezeiten sind sehr kurz. Also auch wenn man hier zu Tode geht, es geht sofort weiter ohne Unterbrechung. Ja, das ist echt genial. Kann man überhaupt nicht meckern. Es speichert auch an sehr vielen Stellen automatisch. Also die Speicherpunkte sind wirklich sehr ja, sehr gut gewählt und sehr großzügig. Ellie hat eine Taschenlampe, ja, die sie hier benutzen kann. Dann hat sie eine Langwaffe wieder, wie man es von Joel aus dem ersten Teil kennt, und eine Kurzwaffe. Man bekommt Schritt für Schritt im Laufe der Geschichte auch Waffen dazu, ja, die man neu erkundet, die man neu aufsammelt und kann dann entsprechend auch immer wieder Munition dazu finden. Ja. Und dann wählt man hier aus, ob man Medikit einsetzen will, Molotow-Cocktail oder mit einem Stein werfen will, was man auch alles aussammeln kann. Und ja, man kann Hütten, Häuser, Gebäude allgemein erkunden und hier zum Beispiel in Schubläden gucken, was man so findet. Und da haben wir eine Karte. Willkommen in Seattle. Eine schöne Karte von Seattle. Kann man auch wenden. Zentrum von Seattle. Ja. Es ist sehr detailgenau, sehr detailliert alles hier dargestellt. Noch eine Sammelkarte. Wie schön. Ja, wenn man Freude daran hat, kann man sich das jetzt auch noch mal alles im Detail durchlesen. Spare ich mir. Ist jetzt nicht das, was für mich das Spiel ausmacht. Aber wer es mag, ne? Ja, und hier findet man dann tolle Items, nette Utensilien, die hilfreich sind, wie zum Beispiel Alkohol. Alkohol ist immer gut, wa? Nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Basteln von zum Beispiel einem Medikit oder einem Molotow. Dafür haben wir hier die Rezepte und es wird angezeigt, was wir dafür brauchen. Also für Medikit brauchen wir Alkohol und Lumpen ausreichend. Haben wir noch nicht vollzählig, ja, nur ein Teilalkohol und kein Lumpen gerade. Und Molotow ist zum Beispiel für Molotow bedarf es den gleichen Utensilien wie für Medikit. So. Na, was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Das war ein netter Blick von Ellie. Ja. Auf jeden Fall ist die Landschaft wieder atemberaubend gut dargestellt. Da man es wirklich live mit 4K spielt, vor allem ist es nochmal richtig
richtig gut.